Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch die Mod Traffic Manager von City Skylines vor. Das ist eine sehr nützliche Mod, um euch die Verkehrsplanung zu erleichtern, und dieses werde ich heute in einem Tutorial behandeln. Und zunächst fange ich mal an zu erklären, wie ihr euch die Mod runterlädt. Dazu müsst ihr auf City Skylines in eurer Bibliothek klicken. Dann klickt ihr auf Workshop durchstöbern. Und dann gebt ihr in der Suchleiste ein Traffic Manager. Nun ist es hier das zweite Ergebnis. Und dann klickt ihr einfach, also hier das Plus, einfach auf das Symbol, um euch die Mod zu abonnieren und das dann auch dadurch runterzuladen. Bei mir in dem Fall habe ich es schon abonniert, deswegen brauche ich jetzt nicht nochmal drauf zu klicken. Ihr könnt euch natürlich auch die Beschreibung angucken und hier auch nochmal auf Abonnieren klicken. So, das wäre es erstmal hier. Jetzt müssen wir noch ins Hauptmenü des Spiels starten, um die Mod auch ins Spiel einzubinden. Nun sind wir im Hauptmenü und wir müssen nun, beziehungsweise gibt es da zwei Möglichkeiten, entweder direkt hier auf Mods aktiviert gehen, oder wir beschränken uns einfach mal auf Inhaltsverwaltung. Da finden wir es nämlich auch. Hier sind verschiedene Register, wir müssen natürlich auf Mods gehen. Wenn ihr es jetzt runtergeladen habt, müsstet ihr theoretisch nun auch den Traffic Manager hier bei euch in eurer Liste aufzufinden haben. Und dann klickt ihr einfach nur einmal links rauf und dann wird der Mod aktiviert. Also ich mache das jetzt zum Beispiel mit einem anderen Mod. So. Manchmal kommt dann auch noch so ein Disclaimer, dann einfach auf Ich verstehe klicken. So, dann war es das auch schon. Und wir können weiter nun zu dem realen Mod dann in der Anwendung dann schauen. So, nun habe ich meine Beispielstadt geladen, die nun halt in Anwendung mit dem Traffic Manager Mod das Tutorial halt darstellen soll. Und dazu, wenn ihr jetzt den Mod ordentlich heruntergeladen habt und auch eingebunden habt, müsstet ihr jetzt oben links in der Ecke das Traffic Manager Symbol sehen. Darauf klicken wir jetzt einmal. Und wir sehen verschiedene Knöpfe, verschiedene Buttons, und ich würde mal sagen, ich erläutere sie jetzt der Reihe nach. Switch Traffic Lights ist ein, ja, wie der Name schon sagt, also wer jetzt Englisch kann, hat keine Probleme. Damit kann man einfach Ampeln an- und ausschalten. Dazu würde ich sagen, wir kümmern uns um diese Verkehrsader hier. Diese Verkehrsader ist nämlich ein guter Verbindungspunkt zwischen diesen beiden Großkreuzungen und ist praktisch, wie soll man sagen, vielleicht so eine Umgehung gegenüber diesem längeren Weg hier. Und dazu müssen wir noch ein paar Änderungen machen, damit dieser Verkehr hier begünstigt werden kann und damit sich das hier zum Beispiel nicht so staut. Switch Traffic Lights, Entschuldigung, das ist, also nehmen wir uns einfach irgendwann eine andere Ecke aus. So, hier kann man einfach Ampeln erstellen und entfernen, erstellen und entfernen. So, das ist eigentlich ganz selbsterklärend. So, hier überall kann man das machen, wo man will, selbst hier und tschüss. Also, wie gesagt, wir wollen uns jetzt um diese Verkehrsader kümmern, und dazu muss man hier halt sehen, die wollen halt in diese Richtung fahren. Deswegen müssen wir hier praktisch eine abknickende Vorfahrtsstraße erstellen. Das klappt mit dem Tool Add Priority Signs ganz gut, also Vorfahrtsschilder erstellen, Vorfahrtszeichen. Und das kann man jetzt überall auch anwenden, wo keine Ampeln geschaltet sind. Deswegen dazu noch dieser Knopf da drüber, Switch Traffic Lights. Deswegen, wo Ampeln sind, funktioniert das wieder nicht. Und wir klicken jetzt mal auf diese Kreuzung drauf. Siehst du, also seht ihr, alle fahren hier so lang. Das wollen wir jetzt mal benutzen, indem wir hier zwei Vorfahrtsschilder setzen. Hier zwei Vorfahrtgewehrenschilder. Und nun haben wir praktisch eine abknickende Vorfahrtsstraße erstellt. Ganz einfach. Genauso gehen wir hier vor. So, hier sollen die bevorzugt werden und diese Seite muss pausieren. Also der Verkehr flutscht dann in diese Richtung ganz gut. So, hier auch.
der Verkehr darf hier geradeaus schneller, also Vorfahrtstraße, Vorfahrt gewähren. Und für diese Seite, weil hier ein bisschen, ja, also da mache ich mal lieber einen Stopp, der muss jetzt anhalten, genau, und dann erst losfahren. So, das ist sehr schön. Also haben wir jetzt diese Straßen schon mal gut ausgeschildert und wir brauchen dazu keine Ampeln. Dasselbe kann man auch benutzen, um echte Kreisverkehre zu erstellen. Dazu einfach raufklicken. Also hier habe ich es schon bereits erstellt. Und das heißt halt in der Theorie und in der Praxis dann, fährt man auf, hat man es praktisch geschafft, auf den Kreisverkehr zu kommen, hat man immer vor allen anderen, die von außen neu einfahren wollen, halt Vorfahrt. Und ja, das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um den Verkehr so gut im Griff zu halten und jetzt nicht so eine Kreuzung mit vielen Staus zu haben. Also schon eine ganz gute Möglichkeit. So, also machen wir jetzt uns ans nächste ran. Das ist Manual Traffic Lights. Das ist auch eine sehr lustige Einstellung. Also wir suchen uns einfach mal irgendeine Ampel aus. Sagen wir mal hier diese Sch Kreuzung hier. Was können wir jetzt machen? Wir können einfach sagen, hier, fahr mal los. Und du bleibst stehen. Du darfst auch. So. Wenn wir sagen, ja, keine Lust mehr, dann können wir einfach stopp. Rot. Und du da auch, rot. Hey, ihr habt rot überfahren. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, jetzt dürfen die fahren. Das geht natürlich dann auch mit diversen anderen Einstellungen, also einfach durchklicken und dann kann man hier zum Beispiel rechts, links nochmal sehen. Beziehungsweise hier geradeaus und rechts, das heißt, die dürfen jetzt nur fahren. So, hat gerade ein Autosave gemacht, deswegen diese kurze Unterbrechung. So, hier gibt es das auch, die nur die Linksabbieger dürfen fahren, gut. Also man kann hier wirklich, ich sag mal, Gott spielen, was Kreuzung angeht. So, das ist jetzt nur mal aus Spaß. So, und wenn wir jetzt verschwinden, dann fließt der Verkehr wieder von alleine. Also die Ampelschaltung stellt sich dann wieder auf den Standard zurück. Das Interessanteste sind jetzt aber die beiden Tools Change Lanes und Time Traffic Lights. Also Ampelschaltung erstellen und Verkehrsspuren, also Richtungsspuren zuweisen. Und dazu gehen wir an diese Kreuzung, nachdem wir diese so schön entschlackt haben. Von den Verkehrszeichen her. So, gehen wir auf Time Traffic Lights. Und da hier schon Ampeln sind, also ich könnte jetzt auch Spaß wegmachen, aber wir brauchen natürlich das. Also klicken wir einfach auf Time Traffic Lights. Hier steht Select Nodes, heißt einfach Knotenpunkte oder Knotenpunkt auswählen. Hier die Kreuzung, klicken wir rauf. Das ist dann die Kreuzung 3470. Und jetzt können wir einfach auf Next klicken. Und jetzt sehen wir wieder diese Ampelsymbole. Doch bevor wir das machen, müssen wir unsere Richtungsspuren zuweisen, damit das auch ordentlich funktioniert und danach auch reibungslos funktioniert. Also wie wir sehen, hier staut es sich schon einigermaßen. Hier ist es, scheint es momentan recht ruhig zu sein und hier geht es auch so mittelmäßig. Dazu sehen wir uns die Spuren. Also was hier ein Problem oft sein kann, ist, dass wenn halt hier eine Reihe von Linksabbiegern abbiegen will, aber in der ersten Reihe ausgerechnet ein Geradeausfahrer sitzt, kann es schon mal ein bisschen störend sein, da dass da dieses Auto dann die ganzen Linksabbieger aufhält. Das wollen wir nicht. Deswegen, also wir müssen einfach nur auf die Mitte der Kreuzung klicken und dann von dort aus in die ganzen Richtungen der Straßenzüge. So, also so und so und so. Dazu ist es eigentlich gut, immer separate Linksabbiegerspuren zu haben, damit die dann nicht den Gegenverkehr stören. So, und damit auch separate Linksabbiegerampeln. So, das kann so bleiben. Die zweite Spur, also geradeaus und rechts. So. Dasselbe hier, also was gilt hier? Die dürfen noch links oder nach rechts. Warum nicht auch geradeaus? Ist ja nicht verboten. Soll dem mal gegönnt sein. An der dritten Kreuzungsseite. So, da wie gesagt, wir haben ja eben gesagt, nur separate Linksabbiegerspuren, damit auch die ihre eigene Phase dann kriegen. Und das kann so bleiben auf der rechten Spur, geradeaus oder rechts abbiegen. So, das ist schön. Was gilt hier? Wieder so ein Problem. Also manchmal sieht Standardeinstellung nicht so toll und deswegen ist da schon viel Arbeit manchmal zu tun, damit auch eine Kreuzung vielleicht besser läuft.
Links abbiegen, ja, gut, separate. Links abbiegen. Gut, das sind jetzt nicht so viele Linksabbieger. Lassen wir so. Eine geradeaus. Gut. Die können dann geradeaus fahren in die einspurige Nebenstraße. Und zwei Rechtsabbiegerspuren sollten für mich okay aussehen. Ja, geht ja hier. Okay, das heißt, wir hätten jetzt alle unsere Richtungsspuren für die Kreuzung erstmal konfiguriert und wie wir sehen. Also manchmal gibt es paar Probleme, dass diese einfach nicht diese Spur benutzen wollen. Aber das löst sich meistens nach einigen Tagen, beziehungsweise vielleicht wird es noch in einer späteren Version gefixt oder verbessert, wer weiß. Also muss gerade nicht so sein oder muss auch nicht bei jedem auftreten, wollte ich sagen. Jetzt haben wir jede der Richtungen ordentlich konfiguriert. Also die Regel, nach der ich immer meine Kreuzung baue, ist, dass es immer halt eine Linksabbiegerspur geben muss. Wenn es halt jetzt, gut, jetzt nur eine einspurige Straße ist, deswegen geht es halt dann schlecht, eine separate Linksabbiegerspur. Aber eine Linksabbiegerspur, damit man halt für die halt eine separate Ampelphase erstellen kann, wie im echten Leben halt. So, jetzt kommen wir auch zum Interessantesten. Wir gehen nochmal auf Time Traffic Lights, wählen die Kreuzung aus. Und nun ist es wie in Informatik, dass wir einen Automaten programmieren müssen, also mit verschiedenen Zuständen. Und wir klicken dazu auf Add State, also einen Zustand hinzufügen. Und nun müssen wir für den Zustand natürlich Eigenschaften definieren. Also in dem Fall dann, wie die Schaltung dann zu dem Zeitpunkt dann sein soll. Und dazu machen wir mal diese Straße, die staut sich manchmal wegen den Bussen. Und da reicht es aber nicht dazu aus, einfach nur rot und grün zu geben, denn wir wollen ja auch die Linksabbieger, wieder Autosave, gut, wir wollen die Linksabbieger ja noch warten lassen und nur der Geradeausverkehr darf hier fahren. Und dazu kann man sich hier durchklicken bei Change Mode, dann wie gesagt, wir können dann halt darauf klicken. So, was sogar noch interessant ist, also alle Fußgängerampeln sind auf Auto eingestellt, automatische Einstellung, das heißt, sie richten sich danach, wie ich hier die Ampeln anklicke. So, wie ihr seht, ne, verändert sich immer. Nur halt, wenn hier Autos rechts einfahren, bleibt es dann halt hier noch grün. Aber man kann es theoretisch auch ausstellen, wenn man will. Manual und dann out. Aus, Entschuldigung. Und so kann man wirklich sogar die Fußgängerampeln konfigurieren. Man kann auch so reine Rechtsabbiegerampeln machen. Das heißt, also vielleicht habt ihr es auch schon mal im echten Leben gesehen, dass man dann kurz an der Kreuzung steht und dann kommt dann so eine Rechtsabbiegerampel und dann muss man dann nicht mehr auf Fußgänger achten, weil die halt dann rot haben und weil man selber halt grün hat. Das könnte man hier auch programmieren, aber wir machen es erstmal also wir lassen es bei einer Standardkreuzung. So. Dazu jetzt die Querstraße darf zuerst fahren, geradeaus Richtung, und die stellen wir mal auf, sagen wir mal, 35 Sekunden ein. Sollte eine gute Zeit sein wegen den Staus ab und zu. Dann haben wir auf Add gedrückt. So, jetzt haben wir das gut eingestellt. Wenn ihr zum Beispiel einen falschen Wert eingegeben habt oder noch was ändern wollt, dann könnt ihr einfach auf Edit gehen, noch etwas bearbeiten und dann wieder auf Save klicken. So. Delete für löschen und View nochmal, um diesen Zustand halt anzugucken. So, wir müssen jetzt den nächsten Zustand anwählen. So, dazu ist es ja klar, so wie im echten Leben. Jetzt dürfen die Linksabbieger hier auf dieser Straße fahren. Und dazu, wie viel Zeit räumen wir den Linksabbiegern ein? Ich würde mal sagen 15 Sekunden. Gut. Jetzt der nächste Zustand. Jetzt dürfen die fahren geradeaus. Gut, hier dürfen sie nicht links abbiegen. Nee, genau. Aber geradeaus und rechts. Hier dürfen sie es genauso. Also jetzt für die andere Seite und links abbiegen dürfen sie natürlich hier nicht mehr. Würde ja natürlich den Verkehr irgendwie stören. Also man muss sich halt immer so bildlich hier vorstellen, wie die dann lang fahren würden. So, denen geben wir 30 Sekunden Zeit. Und ich würde sagen, das passt so. Ja, gut. Und man muss sich keine Sorgen machen wegen dem Verkehr, solange man jetzt noch nicht auf Start drückt, also den Automaten anwirft, diese Kette anwirft, ist es immer noch nach der Standard-Konfiguration vom Spiel. So, oh, hier habe ich 31, mache ich mal auf Edit, gehe ich auf Edit und eine Sekunde weniger. So, und jetzt fehlt uns nur noch für die Querstraße die Linksabbieger. So, dazu links und links und dazu wählen wir die beiden ab. Den geben wir mal auch, ja, sagen wir mal,
Na gut, sie geben mir mal 15 Sekunden. Ich wollte erst 10 machen, aber weil ich dann denke, so hier könnte sich schon wirklich ein bisschen aufstauen. Deswegen 15. Jetzt haben wir unsere vier Zustände. Wir können nochmal View klicken. Zuerst diese Straße da fahren. Dann die Linksabbieger dieser Straße. Dann die geradeaus und Rechtsabbieger von dieser Straße. Und dann hier die Linksabbieger. So, und wenn wir bereit sind, also wenn wir jetzt nicht nochmal auf Erzählt klicken wollen und auch nicht unsere Schaltung wieder löschen wollen, dann können wir jetzt auf Start drücken und es müsste jetzt genau losgehen. So, jetzt dürfen die nämlich fahren. Gut, hier gibt es keinen Geradeausfahrer gerade. Okay, wie ich auch sehe, die Linksabbieger stauen sich hier schon. Und die Zeit läuft gerade für diese Phase ab. Wir können auch noch, wenn wir wollen, noch die Counters, die Zähler einstellen, also eine Zählampel. Dann sehen wir noch extra die Sekunden an, wie lange es dauert bis zur nächsten Schaltung. So, die dürfen noch 15 Sekunden. Oh, die Busse müssen es bitte noch schaffen. Also, es wäre ziemlich bitter. Ah, okay, der will links abbiegen. Ah, ist nicht so toll. Also, da muss ich nochmal die Bushaltestelle ein bisschen nach hinten verlegen. Gleich dürfen die Linksabbieger fahren, also die beiden Spuren. So, genau. Uiuiui, das ist ein bisschen Verkehrschaos. Also die Busspur muss auf die Bushaltestelle muss auf jeden Fall ein bisschen weiter zurück. Nicht so nah an der Kreuzung, weil die dann wollen die mal auf die linke Spur gehen. So, jetzt sind alle Linksabbieger durch, so wie ich sagte. Der hat sich noch gegönnt. So, jetzt fahren die los. Also alles wie geplant. Also das macht wirklich gerade Spaß am Spiel, ein Verkehrsproblem so lösen zu können. So. Das ist sehr schön. So, 15 Sekunden noch und die warten schon. Also wahrscheinlich ist vorne ein Linksabbieger. Das ist schon ein bisschen problematisch, so wie dann Autosave. So, jetzt dürfen die für 10 Sekunden fahren. Ah ne, das sind geradeaus und links. Hä, aber dann hat der Bus sich einfach. Okay, rot. Gut, jetzt dürfen sie endlich. Ja, das Problem, wenn dann hier mal Links- und Rechtsabbieger nacheinander kommen, dann staut sich das ziemlich schnell auf. Also ich muss dann nochmal überlegen, ob ich die vielleicht nicht ausbaue, aber es geht dann wieder auf Kosten von den Häusern. So, jetzt dürfen die gleich wieder geradeaus fahren. Oh, das ist nicht so schön dort, also auf jeden Fall muss da noch was geändert werden. Das hält ja den ganzen Verkehr auf. Mal schauen, also was man jetzt sehen kann, ist, ich könnte mir vielleicht überlegen, doch erstmal die Bushaltestelle nach hinten zu verlegen und den Zustand 1 vielleicht von der Zeit ein bisschen begrenzen, weil so viele Autos kommen hier gerade auch nicht lang. Also da kann man schon, ja, da kann man schon noch ein bisschen nachbessern. Skip, ja gut, das wie der Name schon sagt, also wie es heißt halt überspringen, wenn es gerade akut ist. So, man kann auch hier wieder die verbergen, man kann einfach den stoppen, also wenn man was verändern will. Das mache ich mal jetzt und ich kürze diese Zeit ein bisschen runter auf ja auf 30, ja, sagen wir auf 25. Eigentlich ist das Problem nicht, also hier staut sich zwar am meisten, aber das Problem sind nicht die vielen Autos, sondern diese Bushaltestelle. Und dafür erhöhen die Linksabbiegerspurzeit auf 20. So, sehr schön. Jetzt können wir wieder starten und es fängt wieder von vorne an. So, das ist eine sehr schöne Schaltung, ja. Gut, so. So, noch 8 Sekunden bis. Ja, okay, gut, dafür jetzt warten. Jetzt wartet diese Straßenseite ziemlich lange. Ah, gut, es liegt auch daran, dass wir einfach gerade zufällig gestartet haben. So, aber wahrscheinlich kommt gleich dann wieder so eine Buswelle. Ich kann es schon spüren. Also, die kommen dann alle von dort und gleich wird es sich schwer zu stauen. Also, ich freue mich dann, wenn die nächste Buswelle kommt und dann können wir auch das Tutorial langsam beenden. So, jetzt dürfen die fahren, genau. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, nice. So, mal schauen, ob diese Reihe in 15 Sekunden es schafft. Also, ich meine, in echt kriegt man auch nicht jede Ampel, aber mal schauen. So. Also, man sieht schon, ich könnte eigentlich die Zeit gut runterkürzen, weil es bleibt immer so eine Zeit übrig, wo einfach nichts mehr mal geht. Und das heißt. Als Konsequent könnte ich ja dann sagen, ich kürze den Status 3 ein bisschen runter. Weil hier gibt es ziemlich viel Linksabbieger noch. 12 Sekunden. Komm, go, go, go. Ja, geht auch ziemlich schnell. Also allgemein, was kann man jetzt als Tipp geben? Vielleicht ein bisschen sich bei den Kreuzungen an so, ich sag mal, 15 Sekunden orientieren. Also wenn es jetzt so ungefähr so aussieht wie bei mir und jetzt keine
so straßenlangen Schlangen gibt. Also, so, das sieht schon mal sehr gut aus. Okay. Ah, ich warte noch auf die Linksabbieger hier, wollte ich ja also auch sagen. 20 Sekunden haben sie ja. Na, mal schauen. Okay. Ah, ne, ja, noch 6 Sekunden. Ja, oh, der hat sich wert gegönnt, der Bus hier. So. Jetzt 20 Sekunden für die Linksabbieger. Ja, gut, okay, wenn der Bus jetzt einfach mal über Rot gefahren ist, gut. Ja, okay, damit wäre es erstmal vorbei. Also, wir können einfach hier auf Time Traffic Lights nochmal raufklicken. Und nochmal rauf, dann sehen wir wieder unsere Schaltung. Also, es wird schon alles gut gespeichert. Change Lanes habe ich gerade erklärt. Hier, Add und Remove Crosswalk werde ich jetzt auch noch kurz erklären. Damit kann man, wenn man jetzt auf irgendwelche Straßensegmente klickt, kann man jetzt hier Fußgängerüberwege schaffen. Klickt man einmal rauf, da erscheint eins. Jetzt auf der anderen Seite. Jetzt auf beiden Seiten. Und dann wieder nicht. Also keins. Also man hat dann halt diese vier Möglichkeiten. Hier ist auch mal ganz lustig, so, aber das kann man leider nicht ändern. Also an Kreuzungen bleiben diese Fußgängerüberwege immer erhalten. Das habe ich gehofft, dass es nicht, also dass man auch die eventuell entfernen kann, damit man einen Verkehr, ich sag mal, zum Beispiel auf Schnellstraßen ein bisschen flüssiger machen kann. Versteht ihr, ja. Was ich auch immer sehr nützlich oder beziehungsweise herausfordernd finde, ist, dass sind diese beiden Knöpfe hier, also Clear Traffic eigentlich nicht. Das ist einfach nur, man schaltet den ganzen Verkehr aus. So, habt ihr gesehen? Also Totenstille in der Stadt. Das heißt ja nicht, dass die Leute verschwunden sind, sondern dass sie jetzt nur aus ihren Häusern wieder rauskommen und der Verkehr wie so eine Art Neustart bekommen hat. Despawning ist halt im Spiel, wahrscheinlich kennt ihr vielleicht auch die andere Mod, No Despawning, dass Autos, die im Stau stehen, also zum Beispiel einer von 10, sich dann wieder zum Ausgangsort zurück teleportiert. Um praktisch Staus ein bisschen zu entlasten und es für den Spieler einfach zu machen. Ich habe das deaktiviert. Das heißt, wenn man dann im Stau steht, dann bleibt man da auch wirklich und da gibt es dann keine Hilfe vom Spiel. Und ja, damit wird das Spiel wirklich sehr herausfordernd und man hat dann auch wirklich das Gefühl, einen Verkehrsstrom kontrollieren zu können oder mit dem arbeiten zu können. Und das ist auf jeden Fall schon ein sehr, wie gesagt, ein sehr schönes Mittel, um sich das Spiel zu verschönern, finde ich. Und was bleibt mir jetzt noch übrig zu sagen? Also ich hoffe, ihr habt mein Tutorial zum Traffic Manager gemocht. Also ich freue mich wirklich immer mit diesem Mod zu spielen. Man hat wirklich Kontrolle über alle seine Kreuzungen und ja, also man fühlt sich einfach nur gut, wenn man dann auch wirklich einen Einfluss hat, im Gegensatz zu anderen Stadtbauspielen. Dann mal auf dem Verkehr oder so, wenn man dann so einfach jetzt hier auf Staus klickt und dann, ja, die ganzen Nebenstraßen sind überfüllt, was kann ich machen? Nix. Ja. Gut. Das wäre es jetzt und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Traffic Manager Mod und auch mit City Skylines und das war's und tschüss.